Hallo und guten Abend zu Radivari Freischnauze. Heute eine neue Ausgabe und das bei herrlichstem Winterwetter die ganze Woche schon. Kann man ja nicht anders sagen. Die Sonne scheint und meint's nicht so. Nicht? Der Nachtfrost kneift uns schadensfroh. Das musste ich in der Schule immer auswendig lernen. Aber mehr abschreiben als lernen, denn auswendig lernen ist nicht meine Stärke. Da bin ich also nicht derjenige, der da irgendetwas bringt und liefert. Und das hat man im Theaterprojekt ja auch immer wieder gemerkt. Immer wieder, oh, du kannst das nicht. Und ich weiß ganz genau, ich habe es gelernt. Ich habe sogar mit meinen Theaterkollegen gelernt. Und am nächsten Tag war der Kopf hohl. Einfach alles weg, ja, weil ich einfach nichts im Wortlaut wiedergeben kann. Ich bin nicht jemand, der nach der Schnauze redet. Das heißt zwar frei Schnauze hier, aber ich rede nicht nach der Schnauze anderer und kann dann schon gar nicht das wiedergeben, was andere wiedergegeben haben, sondern nur sinngemäß. Und das ist ja bei Radibari frei Schnauze auch das Normale, dass sinngemäß irgendetwas wiedergegeben wird. Und das ist einfach so. Haben Sie denn bislang den Winter, den harten Winter, den wir jetzt ja haben, gut überstanden, nirgendwo stecken geblieben? Ich habe gehört, irgendein Zug nach Lehrte ist stecken geblieben. Soll jedenfalls so gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht drin gesessen, ich habe es also nur mitbekommen irgendwo. Und das kann natürlich passieren, nicht? Denn wir kennen ja unsere Technik, die also für Schlechtwetter nichts getaucht hat bislang. Nicht? Denn seitdem die immer moderner geworden ist und immer elektronischer, da ist natürlich alles Mögliche mit passiert. Nur wintertauglich oder schlechtwettertauglich, so kann man es ja sagen, ist unsere Technik einfach nicht mehr. Nicht? Wir sitzen zwar im Trockenen, aber wenn der Zug stehen bleibt, dann bleibt er halt stehen, nicht? Und dann geht nichts mehr weiter. Und dann muss man eben warten, bis entweder der Lokführer die zündende Idee hat, wie der Zug wieder in Gang gebracht werden kann, oder aber es muss irgendeine Lok kommen, die den abschleppt. Und wenn man Pech hat, ist auch die Lok nicht in der Lage. Und da ist ja wohl irgendwo ein Zug stecken geblieben bei Norddeich war das wohl. Und da ist eine Ersatzlok gekommen, die sollte den Zug freischleppen. Und was war? Der Zug, die Lok kommt da an und stellt fest, ich habe überhaupt gar keinen Auftrag und fährt wieder weg. Ja, so geht das bei der Bahn. Also das ist eine tolle Sache, kann man ja nicht anders sagen. Und ich denke mal, dass das auch woanders manchmal so läuft, nicht? Man kennt das ja bei der Bundeswehr zum Beispiel, nicht? Da gehen die Flugzeuge, können nicht fliegen, ja, unsere guten, teuren, milliardenteuren Düsenjäger, die wir ja haben, ich glaube Phantom heißen sie im Moment, oder so, früher waren es ja die Starfighter und die sind ja alle runtergefallen, die konnten ja auch nicht fliegen. Ja, und da hat die Bundeswehr das einfach so mit, nicht? Die sitzen jetzt im Iran mit 6 Maschinen und die können nachts nicht fliegen. Ja, das heißt also, die haben ja auch gesagt von der Bundeswehr, ja, wir sollen ja nachts gar nicht fliegen. Aufklärung ist am Tage natürlich am effektivsten. Logisch, da wird man natürlich auch viel besser in der Luft gesehen, wenn man da mit seinem Flugzeug rumgeistert, nicht? Im Gegensatz zur Nacht, nicht? Und die Instrumente, die blenden so, dass also der Pilot wahrscheinlich nicht mehr aus dem Fenster gucken kann. Also irgendwie ist das Ganze ein bisschen komisch, nicht? Muss man ja tatsächlich sagen, nicht? Und die Uschi von der Leiden, nicht? Unsere Flinten-Uschi, ja, die sitzt da drauf und freut sich, dass sie weiterhin Verteidigungsministerin ist und sagt, ich keine Ahnung, ich nichts wissen, nie gedient. Also da müssen mir meine Generäle und wie die alle heißen, einfach mal einen kleinen Tipp geben, nicht? Und was wir da machen können. Nicht? Und bis Jahresende sollen ja unsere Düsenjäger endlich fliegen können. Sollen, nicht? Aber wir wissen ja, wie das mit dem Sollen ist, nicht? Soll und haben ist immer ein guter Unterschied, ein gewaltiger Unterschied. Das merkt man spätestens, wenn man auf sein Konto guckt und das mal wieder so richtig überzogen hat und das Gehalt nicht ausreicht, um das abzudecken. So sieht das Leben heutzutage aus, nicht? So, und im Irak, in Syrien ist ja immer noch Krieg, nicht? Da sind wir ja mit unserer Bundeswehr richtig im Gange, nicht? Da sind immerhin welche unterwegs, 1200 Soldaten sollen da sein. Und jetzt wird ja überlegt, ob wir noch woanders hingehen, war das jetzt Libyen oder da kommt man gar nicht mehr hinterher so richtig. Ja, und da hat ja die Uschi von der Leiden, unsere Flinten-Uschi, ja schon gesagt, dass sie da irgendwo Soldaten hinschicken will. Ja, womit eigentlich, mit welcher Ausrüstung? Und ich sage ja immer, wenn unsere Bundeswehr irgendwo hinkommt, entweder ist die nicht einsatzbereit und der Krieg ist vorbei, wenn die tatsächlich endlich einsatzbereit sind, dann brauchen sie nicht mehr losziehen, also haben sie was gewonnen. Oder aber, die gehen mit unserem Schrott an die Front. Der Feind kommt und lacht sich tot. Dann braucht nicht ein einziger Schuss abgegeben werden und der Feind ist erledigt.
Also, Krieg gewonnen, kann man ja denn nicht anders sagen, ne? Wenn der Feind sich totlacht, dann ist er ja auch weg und erledigt und kampfunfähig. Ja, und das ist natürlich eine schöne Angelegenheit, wenn man da so mal drüber richtig nachdenkt, nicht? Das ist also unsere Bundeswehr, nicht? Bei der Polizei ist ja genau das Gleiche. Die ist ja auch kaputt gespart worden, nicht? Jetzt sind sie ja so weit, dass sie sagen, naja, wir machen überall drei Augen zu, nicht? Wenn Ausländer irgendwelche Straftaten gemacht haben, dann nehmen wir erst gar keine Anzeige auf, so heißt es öffentlich. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass unsere Polizei da so schlecht behandelt, so schlecht beraten ist, meine ich. Dass die das nicht macht, denn das wäre ja ein Vergehen, das wäre ja Amtsvereidlung oder wie das heißt oder so ähnlich, das hat so einen ganz komischen Namen, Strafvereidlung im Amt, ich glaube so heißt es, nicht? Und da muss ich natürlich überlegen, ob sich das ein Polizist leisten kann, so etwas zu tun. Natürlich, wir haben natürlich jetzt richtig, wenn ich hingucke, mit unheimlich vielen sexuellen Straftaten gegen Frauen und Kinder zu tun. Und da lese ich jeden Tag irgendwelche neuen Schockings nach Köln, immer wieder neu, nicht? Und immer wieder sind die Ausländer dabei, nicht? Meistens immer Leute aus Afrika, heißt es ja, aus afrikanischen Staaten. Und meistens sind die dunkelhäutig, ja, die Täter. Und das will natürlich keiner so recht wahrhaben, nicht? Und auch in den Flüchtlingsheimen, da geht es ja richtig rund, wenn man hinguckt. Da machen die irgendwo eine Razzia und stellen fest, da fehlen 90 Leute. Und was passiert? Die stellen gleichzeitig fest, dass etliche Leute mehrere Identitäten haben, um mehrfach abkassieren zu können. Ja, und wenn man das so toll prüft, ja, und so toll dahin nimmt, dass hier Ausländer reinkommen, und dann wundert man sich natürlich, wo die Millionen herkommen, nicht? Wenn man dann einen hat, der 9 oder 10 Identitäten hat und 10-mal abkassiert, das ist richtig Kohle, nicht? Dann wissen wir ja auch, wo die 9 Smartphones herkommen. Natürlich finanziert dann vom deutschen Steuerzahler, erreicht mit Lug und Trug und Beschiss, nicht? So kann man das sehen. Und so sehe ich das auch inzwischen ganz, ganz übel, weil man kann nicht alles durchgehen lassen, man kann nicht alles dulden, ja, und man kann auch nicht wie ein gewisser Heiko Maas, Justizminister seines Zeichens, große Klappe, nichts dahinter, aber Facebook dahin manipulieren, dass die jetzt die Bertelsmann-Stiftung praktisch eingesetzt haben, um Facebook zu kontrollieren. Das muss man sich mal reinziehen. Da macht irgend so ein Privatunternehmen, ja, von Tuten und Blasen keine Ahnung, von Meinungsfreiheit sowieso nicht, weil die gar keine Meinungsfreiheit kennen bei Bertelsmann, nicht? Das ist ganz eindeutig. Liz Moon, Meinungsfreiheit, Friede Springer, Meinungsfreiheit. Das hängt doch alles zusammen, diese ganze Käse, ne? Und dass die den Auftrag gekriegt haben, das dürfte auch klar sein, denn Frau Merkel ist ja mit Liz Moon und Friede Springer unheimlich gut befreundet. Und ihr Mann, der Joachim Sauer heißt er wohl, der soll ja im Aufsichtsrat von der Bertelsmann-Stiftung sitzen, nicht? Und dann kennen wir ja diese Verknüpfung und diese bananenrepublikanischen Gemeinschaften, die da ablaufen, nicht? Und da redet dann auch keiner drüber in der Regierung. Und da heißt es dann, ja, wir haben die arrangiert von Facebook, nicht? Das machen die jetzt. Und ich lasse mich doch nicht von denen diktieren. Ich lasse mir doch nicht von denen diktieren, was ich zu sagen, zu schreiben und zu denken habe, aber nicht mit Bertelsmann, nicht? Ich hatte mit Bertelsmann noch nie was am Hut. Da habe ich nur mal einen Vertreter, da war ich gerade mal 16 Jahre alt, in Saarstedt an der Wendeschleife bei der Straßenbahn getroffen und der hatte mir irgendwas aufgequatscht, nämlich ein Abo bei Bertelsmann. Und da ich ja dumm und unbescholten war, nicht, dann hat sich herausgestellt, der durfte das überhaupt nicht, nicht? Und da haben die mir mit einem Rechtsanwalt gedroht und habe geschrieben, die dürften gerne mit dem Rechtsanwalt drohen, dann schicke ich denen meinen Linksanwalt, nicht? Also der ist dann ganz eindeutig. Und ich habe von Bertelsmann da nie wieder was gehört. Ich bin bei denen auch nie wieder Kunde geworden und ich werde das auch nicht tun, nicht? Denn AOL ist ja zum Beispiel auch Bertelsmann. Da war ich früher mal und als ich dann merkte, dass das Bertelsmann war und dass das da rübergegangen ist, habe ich mich sofort abgemeldet. Mit solchen Leuten will ich einfach nichts zu tun haben. Ja, ich lasse mich nämlich nicht in meiner Meinung manipulieren, ich lasse mich nicht in meinem Wort manipulieren, ich lasse mich nicht in meinen Gedanken manipulieren. Da habe ich alles eigen und selbst. Und ich denke mal, das sollte sich jeder so langsam mal angewöhnen.
und da auch mal richtig sagen, was Sache ist und was der dann von der Sache hält, was man ja selber von der Sache hält. Und dann den Leuten auch klar machen, jede Meinung ist richtig, nicht? Es gibt keine falsche Meinung, weil jede Meinung ist richtig, weil die Meinung, die ich habe, die ist für mich richtig und die, die Sie haben, ist für Sie richtig. Und das kann total gegensätzlich sein. Richtig sind beide Meinungen. Wichtig ist nur, dass man mit beiden Meinungen praktisch ein Gemisch hinkriegt, was dann praktisch so eine Art Friedensvertrag ist. Man muss sich nicht fetzen, man muss sich nicht ankeifen, man muss sich nicht kloppen, man muss sich auch nicht erschießen oder erstechen, nur weil die Meinungsverschiedenheit da ist. Das kann überhaupt nicht normal sein, aber das ist im Moment so. Nicht? Wir sind hier, da sitzt die Angela, unsere Bundesmutti, ja, die ja so treu sorgen für uns da ist, da und sagt, das deutsche Volk darf nicht gespalten werden. Aber die Angela hat es doch schon längst geschafft, dass das deutsche Volk gespalten ist. Nur, das will die alles nicht sehen. Die hat nichts falsch gemacht, natürlich. Nein, aus ihrer Sicht nicht. Und das mag ja aus ihrer Sicht, da sind wir wieder bei der Meinungsfreiheit, richtig sein. Aber es gibt ja inzwischen viele, viele Stimmen, ja, die Sache so hindrehen, dass die alles falsch gemacht hat. Angela muss weg, ne, die muss weg. Das wird ja sogar schon in Amerika und England und überall geunkt. Und dass die nichts mehr taucht in Europa, ist ja auch nichts mehr. Da hört auch keiner mehr auf Angela. Die Österreicher haben sie hängen lassen mit ihrer Flüchtlingsquote, die sie eingeführt haben bei 39.000. Und diese ganzen Geschichten, ja, die werden uns alle so unter die Weste gejubelt, ganz locker, ganz frei, einfach nur so, nicht? Das wird einfach gelesen, nicht? Wird zur Kenntnis genommen, da macht sich nur kaum einer Gedanken drüber und das ist natürlich fatal, weil wenn wir uns keine Gedanken machen, dann machen die einfach so weiter, nicht? Jetzt gucken Sie mal die AfD an, die im Aufwind ist, nicht? Das ist natürlich dem dicken Sigmar aus Goslar, das ist natürlich dem ein Dorn im Auge, nicht? Weil jetzt seine SPD immer weiter runterfällt, nicht? Das ist natürlich klar, nicht? Und dann ist dann natürlich auch die Malu Dreyer, nicht, die da in Trier sitzt oder in Mainz sitzt, ja, im Landtag, als Vorstandsvorsitzende, hätte ich bald gesagt, als Ministerpräsidentin. Und die hat gesagt, wenn die AfD ins Fernsehen kommt oder eingeladen wird, dann komme ich nicht zum SWF, nicht? Und dann ist die AfD nicht eingeladen worden. Die AfD natürlich weiterhin im Aufwind. Die CDU hat inzwischen Rückzieher gemacht, hat auch abgesagt. Unter fadenscheinigen Gründen natürlich, nicht? Man muss ja Wähler stimmen, nicht? Man muss ja zeigen, man ist stark und man kann darauf verzichten. Und dann ist das natürlich ganz klar, dass solche Dinge passieren, ja, da stellen die sich dann bräsig hin und sagen, ja, also das kann ich natürlich im Zuge der Gleichbehandlung überhaupt nicht einsehen und dann machen wir auch nicht mit. Nicht? Jetzt steht Malu Dreyer ganz alleine da mit Hannelore Kraft wahrscheinlich, Händchen in Händchen und dürfen da sülzen, ohne AfD und ohne was. Nicht? Oder die Petri kriegt keine Wohnung, weil sie eine AfD ist. Oder die AfD kriegt keine Lokalitäten, weil da die Gastronomen Gefahr sehen für ihre Lokalitäten, Bedrohung sehen, Gegendemonstrationen sehen. Und all diese Sachen, die passieren gerade jetzt mitten unter uns oder bezahlte Dings in Leipzig, in Dresden war es, bezahlte Demonstranten, die angeblich die AfD ausgebuht haben. Ne? Ja, das habe ich aber in dem Film, den ich dazu gesehen habe, ganz anders in Erinnerung. Die haben da ganz locker ihren Kram gemacht. Hinten hat er so ein bisschen gepfiffen. Die haben sich da lustig drüber gemacht. Aber die Presse hat natürlich wieder so geschrieben, das ist so, dass die ausgebuht wurden. Nicht? Man muss ja negativ schreiben und merkt überhaupt nicht, dass das Negative plötzlich positiv wird. Nicht? Das ist immer das Gleiche. Umso schlechter über jemanden geredet wird, umso besser ist die Werbung. Denn umso mehr darüber reden, ja, umso mehr kommen ja auch erst drauf. Nicht? Die wollen alles verhindern, aber die machen das ja so, dass die tatsächlich erstmal darüber nachdenken, wie können wir den schaden, nicht? Und dass sie den fördern, das sehen die nicht in ihrem blinden Eifer, nicht? Man weiß ja, blinder Eifer schadet nur, nicht? Das ist ganz eindeutig. Und das ist auch
mit der Zahl der Flüchtlinge von Angela Merkel. Nicht? Das ist genau dieser blinde Eifer. Her, 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 Erdogan zum Beispiel soll 3 Milliarden kriegen, dafür, dass er die Grenzen ein bisschen geschlossen hält und nicht so viele Flüchtlinge mehr von da nach Europa kommen. Und er hat schon mehr gefordert. Nicht? Er selber nicht persönlich, aber immerhin, die Türken haben schon wieder mehr Geld gefordert und haben noch gar keine Gegenleistung gebracht. Aber so läuft das in der großen Politik. Und ich frage mich, wie lange soll das noch so gut gehen, damit wir den totalen Untergang kriegen. Und ich frage mich auch, ich frage mir auch, warum wir hier noch keinen Bürgerkrieg haben, so wie das hier abgeht. Und man muss ja, wenn man auf der Straße geht, aufpassen, dass man nicht einen am Schädel kriegt, dass man nicht einen Schuss in den Hintern kriegt oder ein Messer im Rücken. Oder irgend sowas passiert, ja, denn das wird ja immer schlimmer. Und wenn man dann so guckt, wo das überall passiert, in der Bahn, in der fahrenden Straßenbahn werden 13-jährige Mädchen vergewaltigt. Leute, wo leben wir heute eigentlich? Was sind wir für ein Land geworden? Wir sind eine Bananenrepublik geworden, wie im Bilderbuch, mit dem Unterschied, dass man bei uns nur Bananen kaufen kann. Leider kann man die hier nicht so anbauen, dass man daraus ernten kann. Dann wären wir die perfekte Bananenrepublik, nicht? Und das sind ja dann die Länder, die sind ja früher immer so weit weg gewesen, was Bananen Republiken waren. Ich kann mir so vorstellen, Panama und was da alles so war, Brasilien, das waren ja alles Bananenrepubliken, Venezuela, alles Bananenrepubliken, das konnte man immer ausbeuten. Ja, und jetzt sind wir eine Bananenrepublik geworden, ne? Und wir sind auch eine Bananenrepublik geworden, weil wir das zulassen, weil wir uns immer wieder einreden lassen müssen und einreden lassen und auch lernen in der Schule. Ja, wir haben Schuld, wir haben Schuld, wir haben Schuld, so und so viele Juden sind vergast worden, wir haben den Zweiten Weltkrieg angefangen. Ja, Leute, das ist Generationen her und da kann noch kein Mensch sagen, wir sind die Übeltäter. Nein, ich bin 1950 geboren, da war der Krieg längst zu Ende. Mein Vater war jugoslawischer Partisan. Das ist klar, dass der eine Schuld mit in sein Grab genommen hat. Ja, der hat auch die ganze Zeit seine Schuld mit sich getragen. Der hat sich auch entsprechend verhalten. Das war ganz schlimm, was da abgelaufen ist. Er durfte auch nicht nach Jugoslawien rein und die Jugoslawen haben mich auch gestraft, als damals heimatloser Ausländer, durfte ich nicht in Jugoslawien einreisen, obwohl ich da Urlaub machen wollte und mal gucken wollte, wie das Land meiner Väter aussieht oder meiner Vorfahren väterlicherseits. Ja, das wollte ich mir angucken, durfte ich nicht, ja, weil ich einfach ein Abstamme war von einem Partisan, einem königstreuen König Peter hieß der, und der, den haben die ja auch immer gefeiert, eine Woche voll durchgesoffen, haben sich gekloppt wie die Kesselflicker. Mein Vater war ja Serbe und das war ganz, ganz übel, was da so teilweise abgegangen ist. Ja, und da habe ich doch keine Schuld. Was kann ich dafür, was mein Vater gemacht hat? Was kann ich dafür, was Sie gerade für einen Unsinn gemacht haben? Da kann ich doch nichts für. Ja, dann würde ich ja für alles, was meine Vorfahren gemacht haben, Zeit meines Lebens gestraft werden. Meine Kinder würden wieder gestraft werden. Dann würden die Kinder wieder gestraft werden und so ginge das immer weiter und die Strafe würde immer wieder und die Sühne würde immer wieder weiter vererbt. Ja, das muss doch mal irgendwann Schluss sein und man darf doch nicht immer sagen, wir haben Schuld, wir haben die moralische Verpflichtung, wir haben gar nichts, haben wir. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das wird uns eingegaukelt, das wird uns erzählt, wir sind ein besetztes Land, ja, wir sind immer noch nicht frei, wir sind nicht souverän, ja, wir sind einfach nichts im Prinzip, aber spielen uns so auf, als wenn wir diejenigen sind, die die ganze Welt praktisch in Ordnung halten. Das tun wir nicht. Wir finanzieren die ganze Welt. Wir leisten Entwicklungshilfe. Wir zahlen irgendwelche Panzer für irgendwelche kriegstreiberischen Länder. Wir spenden Israel irgendwelche Kriegswaffen und. Das geht ununterbrochen so. Ja, aber Gescheutes wird nicht gemacht. Und ich bin auch am Überlegen, warum machen wir das nicht so, dass wir die Gelder, die wir hier für Flüchtlinge ausgeben,
dass wir die, die wir hier für Flüchtlinge ausgeben, dass wir die nicht dahin schicken, um da das Leben lebenswert zu machen, um da das Leben schön zu machen für die Leute, um da Wohnungen zu bauen, um da Arbeit zu schaffen. Nein, das ist einfach nicht drin. Das ist nicht drin mit unserer Lobby, die unsere Waffenschmieden haben. Ja, das muss natürlich sein, die müssen verkaufen, das ist ganz einleuchtend, denn hier müssen ja Arbeitsplätze erhalten werden, nicht? Und wenn wir hier nur Geld ausgeben und keine Einnahmen haben, dann können wir irgendwann auch keine Entwicklungshilfe mehr leisten. Also demnach muss das Geld hier bleiben, ist ganz einleuchtend. Holt man sich also die Leute hierher und sagt, das ist ein Gewinn für Deutschland. Jawohl, das ist ein Gewinn, wenn die Leute sich anständig verhalten, sich integrieren, die deutsche Sprache lernen, Arbeit finden und praktisch anständige Bürger des Landes werden, dann ist das in Ordnung, aber nicht, wenn das Straftäter sind und wenn ein 13-jähriges Mädchen schon nicht mehr allein in die Straßenbahn steigen darf, ohne belästigt und verfolgt zu werden, dann bin ich in einem falschen Land, das muss ich sagen. Und da kann ich nur Bundesmutti zitieren und sagen, das ist nicht mehr mein Land. Ja, wenn das so läuft, ja, denn Straftaten zu machen, das ist keine Kunst, das kann jeder. Und es ist ja auch nicht so, Leute, dass ich jetzt sage, die Ausländer, die sind immer schuld. Nein, nein, wir haben in unseren eigenen Reihen natürlich auch Straftäter, nicht? Und zwar gar nicht wenig, aber sie sind da, aber wir müssen die nicht noch exportieren, damit hier noch mehr Straftaten gemacht werden und die Polizei nicht aufgestockt wird. Die sind ja schon gar nicht mehr Herr der Lage. Und da wird ja auch darüber schon nachgedacht, ob nicht die Bundeswehr für die innere Sicherheit mit zuständig sein soll. Das musste dann allerdings über eine Änderung des Grundgesetzes getätigt werden. Und da fängt dann der Hase an zu stinken, der Fisch an zu stinken. Und der stinkt dann meistens immer vom Schwanz her, sagt man denn zum Kopf oder umgekehrt, egal, ja, aber auf jeden Fall, wenn Fisch stinkt, dann wissen wir ja, wie übel das sein kann, ja, wenn der dann irgendwo rumliegt und das keiner so richtig mitkriegt, ne? So, und so sieht das bei uns natürlich aus in unserer guten Gesellschaft heutzutage, nicht? Das ist einfach so, dass auch jeden Tag irgendwas Neues kommt, der Heiko Maas, nicht, der hat ja jeden Tag irgendwelche doofen Sprüche auf Lager, nicht, und unsere Minister, die wollen alles, nicht, ja, der Gabriel, der distanziert sich inzwischen von Merkels Politik, Flüchtlingspolitik, ja, und sagt, das ist nicht mehr meine Politik, ja, wir müssen viel schneller abschieben, ja, abschieben, alle, die hier illegal sind, gleich raus, gar nicht drüber nachdenken, gar kein langes Verfahren machen, wo kommst du her, da und da, nicht, zack, zack, weg, so, erledigt, und dann hat sich das, nicht, und da sind ja, wer war das jetzt, Jordanien oder wer, nimmt seine eigenen Leute nicht mehr zurück, irgend so ein Land war das, habe ich gelesen, aber ich sage ja, das ist so vielschichtig, das kann man gar nicht alles so im Kopf behalten, nicht? Und ich habe ja alles wirklich nur im Kopf und habe hier nicht einen einzigen Zettel, wo irgendwas draufsteht, das heißt also, ich muss ja ganz schön schnell denken, wenn ich sowas hier rede, nicht? Und ich versuche das auch immer alles richtig zu machen, ich versuche dann auch, wenn ich vermerke, ich habe doch mal was Falsches gesagt, das zu korrigieren, aber immer gelingt mir das nicht. Also man verzeihe mir, wenn da mal irgendwas so läuft, wie es nicht laufen soll, dann möge man mir verzeihen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Das heißt Radivari, Radivari mit V, radivari@tonkuhle.de. Und schon sind sie bei mir praktisch auf meinem Rechner und ich kann dann mit ihnen darüber korrespondieren und vielleicht auch irgendwas mal in der nächsten Sendung richtig stellen, nicht? Aber bislang habe ich so eine Beschwerde noch nicht gehört. Gott sei Dank, muss ich sagen. Das ist ein Zeichen, dass ich eigentlich anständig arbeite. Das habe ich eigentlich immer so gemacht und das will ich auch so beibehalten. Aber wie gesagt, was hier in diesem Lande gerade abläuft, das geht so nicht weiter, nicht? Das kann langfristig nicht gut gehen und alles, was langfristig nicht gut geht, das sollte man irgendwie abschaffen beziehungsweise monieren, kritisieren, bekämpfen, wenn sein muss, nicht? Und ich denke mal, irgendwann passiert hier auch das große Ding, nicht? Denn wenn jetzt die nächsten Landtagswahlen kommen, dann hat sich schon irgendwas gewandelt. Ich tippe leider, 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 dass die Christdemokraten überall wieder ans Ruder kommen, nicht? Wir haben ja immer das Gleiche bei den Wahlen, immer das gleiche Dilemma, nicht? Der Wähler geht wählen, das heißt, solange er überhaupt noch wählen geht oder überhaupt noch einer wählen geht,
ja, geht wählen, macht sein Kreuzchen immer bei den gleichen. Nicht? Das kenne ich, das fritte ich, das kenne ich, da kann ich mich nicht mit vergiften. Und da weiß ich, was ich habe. So, was ich habe, das weiß ich natürlich. Was ich für ein Shit habe, das weiß ich natürlich auch. Und deswegen wähle ich die ja auch nicht. Ne? Denn ich selber, ich gehe garantiert nicht wählen. Das heißt, jetzt bei den Landtagswahlen bin ich ja sowieso nicht dabei. Ich wohne ja in Niedersachsen und hier sind ja keine Landtagswahlen. Aber da gehe ich auch nicht hin, weil ganz einfach ich keine Lust habe, meine Schuhsohle für Leute abzulaufen, die ich total verachte. Und das sind alle Politiker, die ich im Moment kenne. Ja, da ist nicht ein, den ich wählen könnte mit ruhigem Gewissen, dem ich meine Stimme geben würde, für den ich meine Hand ins Feuer legen würde. Da gibt es nicht einen einzigen. Ich finde, die sind alle sowas von hinterhältig und sowas von hinterfotzig. Ja, das tut schon richtig weh, wenn man darüber nachdenkt und wenn man so am Berliner Reichstag vorbeigeht, dann weiß man, da ist die geballte Ladung drin. Nicht? Das ist also, da wird das gemacht, was wir eigentlich gar nicht wollen. Nicht? Das ist mit dem TTIP zum Beispiel. Ja? Die Merkelsche, die sagt, Deutschland will sofort TTIP. Deutschland will überhaupt kein TTIP, die will nämlich die Unterschriften überhaupt nicht annehmen. Das waren so ein paar Millionen da oder wie das war. Ja, die will die gar nicht annehmen. Die ignoriert einfach, was Deutschland will und erzählt, Deutschland will das. Ja, wo leben wir denn? Das ist ja schlimmer wie damals bei den Ossis. Ja, da hat der Honni ja wenigstens noch gesagt, so, wir haben unser Zentralkomitee der KPDSU oder wie das da hieß, oder der SED, ja, und die haben dann entschieden, was passiert, aber das ist ja bei Angela schon gar nicht mehr so, dann die macht das ja ein richtiger, herrlicher Ossi-Manier, basta, nicht? Hat sie von Helmut Kohl gut gelernt, beziehungsweise da hat sie das Aussitzen gelernt, das Basta hat sie wahrscheinlich eher von Gerhard Schröder gelernt, nicht? Der konnte das immer, das machen wir so, basta. Hartz IV wird eingeführt, basta. Ne? Solche Dinge, die sind passiert, ja, und das ist immer schlimmer geworden, immer schlimmer. Ja, und wenn ich daran denke, wir gehen zur Wahl, wir haben jetzt 70 Jahre lang festgestellt, dass die Parteien, die uns 70 Jahre lang regieren, ja, überhaupt nicht regieren können, die sind überhaupt nicht in der Lage, ja, uns richtig zu regieren, die reißen uns immer weiter in den Abgrund, das sind nur noch wenige Schritte, dann liegen wir alle unten und die regieren einfach weiter, weil wir die angeblich weiter wählen, nicht? Und ich tippe mal, da ist auch bei den Stimmenauszählungen nicht immer alles so mit den rechten Dingen zugegangen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mal für einen Ortsrat gewählt und habe dann extra die Linken gewählt, weil ich genau wusste, in diesem ganzen Ortsrat, da ist kein einziger, der links wählt. Und so war es dann auch. Als ich dann die Ergebnisse gelesen habe, stand bei der Linkspartei die Zahl 0. Da habe ich gedacht, wo ist meine Stimme geblieben? Aber alleine die Stimme reicht ja nicht. Und außerdem wollte ich ja gar nicht mich zu erkennen geben, dass ich links gewählt habe. Und seitdem gehe ich nicht mehr wählen, weil ich weiß, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und vielleicht sollte jeder mal so denken und einfach nicht mehr wählen gehen. Also, dass das die Wahlbeteiligung praktisch null ist, dann haben die alle nur ihre eigene Stimme, die geben sich natürlich selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Flinten-Uschi die Merkel wählt und die Merkel die Flinten-Uschi. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Denn die Flinten-Uschi wird die Flinten-Uschi wählen, ja, und die Merkel wird die Merkel wählen, ja, und der Sauer wird auch die Merkel wählen und da sind noch ein paar andere. Dann haben die nachher 30 Stimmen zusammengekriegt insgesamt und sagen, wir haben die Wahl haushoch gewonnen mit 58,7%. Wahlbeteiligung waren 2%. Ne? So, und dann wissen wir, dass 98% diese Leute nicht haben wollten und auch nicht haben werden, weil das geht so nicht. Ja? Das ist keine Demokratie mehr. Das ist hier schon Monarchie. Anarchisten kann man hier schon nennen. Ja? Und wenn man nicht wichtige Sachen per Volksabstimmung mehr durchsetzen kann, dann ist Deutschland praktisch für mich gestorben. Aus dem einfachen Grund, wir haben ja TTIP, nicht? Und dass wir das nicht durchsetzen können, hat ja die Unterschriftenaktion gezeigt. Angela will das Zeug nicht annehmen. Die will das einfach nicht annehmen, weil sie mit Amerika wahrscheinlich schon längst einen Komplott geschlossen hat. Mit Europa auch. Die wollte ja die Europa jetzt, dass das in diesem Jahr die Verhandlungen ablaufen, wollte sie ja auch unterstützen. Also insofern ist da so einiges passiert in letzter Zeit und wir sollten auf der Hut sein, dass wir nicht plötzlich gentechnisch veränderte Lebensmittel auf den Tisch kriegen. Das sind nämlich dann Sterbemittel, weil überhaupt noch nicht richtig erforscht, nicht? Und die Amerikaner wollen diesen Mist nicht mehr. Die wollen ja auch eine Kennzeichnungspflicht einführen. Aber auch das kriegen die nicht durch.
Und die wollen auch keine Gentechnik mehr anbauen. Auch das kriegen die nicht durch, weil ja Monsanto als wichtigster Gentechnik-Konzern praktisch Oberwasser hat als amerikanisches Unternehmen. Ne? Und da muss man natürlich die paar Arbeitsplätze, die Amerika noch zu bieten hat, erhalten. Und da wird halt Monsanto gefördert. Ne? Ist ganz logisch. Und dann kriegen wir Chlorhühnchen und wie das alles heißt. Ich weiß nicht, ob das alles so seine Richtigkeit hat und ob nicht unsere Lebensmittel, die wir noch so nennen, ja, ob die nicht auch schon so weit verseucht sind, dass sie schon fast ungenießbar sind. Und man hat ja auch festgestellt, dass ganz viele Lebensmittel chemisch so verändert sind, dass es schon gar keine Lebensmittel mehr sein können. Die haben mit Lebensmitteln schon gar nichts mehr zu tun. Und wenn das mit TTIP noch schlimmer wird und wenn wir dann auch noch Strafe zahlen müssen, wenn die Erwartung der Vertragspartner in Gänsefüßen, das sind nämlich für mich Erpressermethoden und keine Vertragspartner, dass dann auch noch Strafe zahlen müssen, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, ja, dann sind wir doch am Arsch des Gesetzes, am Ende der Welt, kurz vorm Untergang.